Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es das versprochene Q&A-Video von mir. Ich habe es ja ursprünglich angekündigt gehabt, für den Sonntag, sprich gestern, das Ganze hochzuladen und zu produzieren. Das Problem war, dass ich Samstagabend bzw. Sonntag früh mich schwer erkältet habe und nach wie vor damit zu kämpfen habe. Also ich bin nach wie vor ziemlich erledigt, man sieht es mir vielleicht an. Und auch meine Stimme, mein Hals ist noch ziemlich am Ende. Aber da mittlerweile ja schon Montag ist, habe ich mir gedacht, heute muss es sein, Krankheit hin oder her. Ich hätte mir prinzipiell vorgestellt, dass ich das Ganze heute One Take mache. Allerdings, wenn irgendwie der Hals zu schlimm wird oder die Nase verstopft wird, dann werde ich das an dieser Stelle dann kurz mal schneiden, um euch das Schneuzen oder den Hustenanfall zu ersparen. Und ja, ich habe ja über die diversen Plattformen euch gebeten, mir Fragen zu stellen. Facebook, Instagram und YouTube. Und ich hätte jetzt einfach gesagt, dass wir die Plattformen einzeln durchgehen und wir die Fragen dann so abarbeiten. Ich werde das Ganze dann über das Handy ablesen, also hier dann eure Fragen ablesen und euch auch hier unten dann jeweils einblenden, damit ihr die Fragen nochmals mitlesen könnt zur besseren Veranschaulichung. Ich habe eure Fragen auch schon grob überflogen, bedeutet, ich bin nicht ganz unvorbereitet, weil es natürlich auch sehr viele Fragen gab, die irgendwelche Zahlen oder Lieblingsrapper, Lieblingsalben etc. wissen wollten. Dementsprechend habe ich auch schon ein paar Sachen hier vorbereitet, aber die meisten der Fragen werde ich dann doch irgendwie spontan und ja, improvisiert beantworten. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an mit Instagram. So, auf Instagram waren es ja nicht ganz so viele Fragen, auf Facebook auch nicht, auf YouTube waren klarerweise die meisten. Aber wir fangen mal an mit Instagram. Und zwar, so, Serjan Kaya 355 fragt, was war das allererste Rap-Album, was du je gehört und gekauft hast und wie viele CDs und Boxen besitzt du? Gut, erstmal zum ersten Teil deiner Frage. Das allererste Rap-Album, was ich je gehört habe. Das erste Rap-Album, was ich wirklich aktiv gehört habe, von vorne bis hinten, war MT3 von Massive Töne. Und das war ganz lustig, weil ein sehr guter Freund von mir, ein Kindheitsfreund, mit dem ich damals viel unterwegs war, wir waren im Auto, seine Mutter hat uns irgendwo hingefahren und am Weg dorthin hat sie einmal kurz anhalten müssen, weil sie zu der Tante oder zu irgendeiner Verwandten was ins Haus bringen wollte. Und in der Zwischenzeit, wo wir draußen im Auto gewartet haben, hat mein Freund, der saß am Beifahrersitz, eine CD in die Anlage geschoben vom Auto. Und das war damals MT3 von Massive Töne und das war der Track Traumreise. Und er hat den, ich weiß nicht, wir waren 9 oder 10 Jahre alt, komplett durchgerappt. Also von Anfang bis Ende. Und sowohl der Track, also natürlich mein Freund, das hat damals echt schwer Eindruck auf mich gemacht in dem Alter. Und ich dachte mir, das willst du auch können, das möchte ich auch. Und deswegen waren so wirklich die ersten wirklichen Berührungspunkte damals mit Massive Töne. Das erste Rap-Album, was ich mir wirklich gekauft habe, das war deutlich später, also wie gesagt, 98, 99 ging es dann los, dass ich Rap gehört habe, so mit 6, 7 Jahren. Allerdings das erste Album, was ich wirklich physisch erworben habe, war dieses hier, Blackout von Shakusa und Busy Montana aus dem Jahr 2006. Nach wie vor eines meiner absoluten Lieblingsalben und das hat echt, echt schwer Eindruck hinterlassen bei mir. Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil der Frage und zwar, wie viele CDs und Boxen besitzt du? Okay, also Boxen besitze ich mittlerweile um die 360, also zwischen 360 und 380 Boxen besitze ich. Kratze jetzt bald an der 400er Grenze und ich hätte mir als Ziel gesteckt, bis Jahresende wirklich jede Box, die es jemals im deutschen Rap gab, dass ich die in meinem Besitz habe. Also mir fehlen jetzt aktuell noch so 40, 50 Boxen aus der Vergangenheit. Die jetzt in der Zukunft kommen, habe ich natürlich alle vorbestellt, aber die aus der Vergangenheit, da fehlen mir noch ein paar, dann wäre das mal komplett. CDs besitze ich mehr als Boxen, klarerweise. Ich habe um die 500, 530 CDs ungefähr. Ich kann euch an dieser Stelle mal kurz ein Bild einblenden, das ich vor kurzem von meinem Regal gemacht habe. Also ist nicht hinter mir, das ist in dem Fall links hier von mir. Und da kriegt man so einen guten Eindruck meiner CDs. Also im obersten Fach haben wir diese ganzen Beileger, also diese dünnen Papp, Digi-Sleeves heißen die, diese Papphüllen.
also Instrumentals, Bonus-EPs etc. Und die ganzen Fächer darunter sind dann die entsprechenden Alben. Und ich muss jetzt leider sagen, dass das Regal mittlerweile auch schon zu klein ist. Also ich schaffe es leider gar nicht mehr, alle alphabetisch da aufzusortieren. Ich habe jetzt schon viele an anderen Orten gelagert, weil das Regal einfach überfordert ist mittlerweile. Gut, die nächste Frage. Uro Gold fragt, wieso verkaufst du keine Boxen? Ja, das ist ganz einfach beantwortet, weil ich eben selber die Boxen sammle. Ich habe in der Vergangenheit des Öfteren mal Gewinnspiele gemacht. Bedeutet, ich habe eine Box zweifach bestellt, einmal unboxed und präsentiert und die zweite dann zur Verlosung oder als Gewinnspiel rausgegeben. Aber generell von meinen Boxen oder von meinen Boxinhalten verkaufe ich keine. Es ist übrigens auch eine der öftesten Fragen, die ich bekomme. Also wann immer ich irgendwie ein Video hochlade, so kriege ich immer Nachrichten von wegen, verkaufst du das T-Shirt, verkaufst du die CD, verkaufst du das und das. Also das kann ich generell verneinen. Ich verkaufe das nicht. Dann schreibt MHZMNYA, genau das wollte ich auch fragen. Gut, freut mich, wenn ich das jetzt hiermit gleich doppelt beantworten konnte. Uro Gold fragt weiter, woher kommst du? Ich komme aus Wien. 4 Most Hated 5 fragt, wie bezahlst du die ganze Musik, beziehungsweise was für einen Beruf übst du aus? Ja, die Musik bezahle ich großteils in Euro. Was für einen Beruf übst du aus? Also ich war bis Februar fest angestellt, normal berufstätig und habe jetzt einvernehmlich mit 28. Februar gekündigt und seit 1. März selbstständig. Seit welchem Album hörst du Kollega? Fragt MHZMNYA. Interessanter Name auf jeden Fall. Ich höre Kollega, das ist schwer zu sagen. Also die ersten Tracks waren natürlich vom Zuhälter-Tape Xmas Edition. Das war damals so, dass mir ein Freund die über MSN, über den Windows Live Messenger damals geschickt hat. Und das waren aber zwei ruhigere Tracks. Also das war der Track Temple Balls und Set Files. Und es hat mich schon begeistert so von der Technik oder von den Punchlines, aber es war mir zu langweilig und zu, ja, ich sag mal ganz deutlich, zu lahmarschig. Also es waren zu gechillte Tracks in meinen Augen und deswegen habe ich es nicht ganz so wahrgenommen. Aber dann irgendwann habe ich das Album mal so bekommen von einem Freund, der es mir geborgt hat. Und dann habe ich das bei mir zu Hause eingelegt und gleich beim ersten Track, das war damals das Intro von Zuhälter-Tape, da hat es mich dann komplett weggescheppert, weil das echt ein heftiger Track ist und auch der Beat und der ganze Flow und Style einfach sehr viel mehr Druck und mehr Elan, mehr Energie hatte und dann habe ich mir gedacht, okay, also der Typ kann auch anders und nicht nur so gelangweilt und laid back rappen. Also, um die Frage kurz zu beantworten, Zuhälter-Tape Xmas Edition. Dr. Marvin Best fragt, wie viele Alben hast du? Ja, die Frage habe ich mittlerweile schon beantwortet. Mehr als 500 mittlerweile. YXSXF06 fragt, was ist dein Lieblingsrapper? Das ist schwer zu sagen. Also ich habe einige, und das variiert auch immer von Phase zu Phase, ob ich jetzt mehr so auf Deepen Rap aus bin oder auf Punchline, Battle Rap, je nachdem, in was für eine Stimmung ich bin. Ich kann es echt schwer auf einen einzelnen begrenzen, aber wenn ich jetzt wirklich nur einen einzigen nennen dürfte, dann wäre das wohl Kollega. Tristan Kranich fragt, welches ist deiner Meinung nach das Beste bzw. Schlechteste in deiner Sammlung? Okay, das kommt jetzt darauf an, was damit gemeint ist. Meinst du jetzt wirklich Alben oder meinst du eine gesamte Box? Das ist jetzt die Frage. Also Alben kann ich echt nicht sagen, welches das Beste ist. Also ich habe einfach so viele und sehr viele, die ich sehr gerne habe. Also könnte ich jetzt niemals auf eins runterbrechen. Und bei den Boxen genauso. Also es gibt natürlich Boxen, die mir mehr bedeuten als andere. Es ist zum einen mal diese Box hier, die mir einfach sehr wichtig ist. Und dann natürlich auch noch diese Box hier. Also das sind zwei meiner Lieblingsboxen und gleichzeitig natürlich auch die wertvollsten Boxen, die ich besitze. Und vom Design her ist, glaube ich, meine Lieblingsbox, also eine reguläre Box, die hier, und zwar die Box Euphoria von Alias, weil mich das einfach vom Design her damals so begeistert hat, weil es echt halt ausschaut wie so eine
Medikamentenpackung, wie so eine Arzneischachtel. Und ich fand einfach die Idee so innovativ. Das hat mir echt gut gefallen damals. Und also rein vom Design her wäre es dann wohl diese Box. So, dann, was haben wir noch? Tristan Kranich fragt weiter, CCN oder JPG? Das ist auch so eine schwierige Frage. Also ich bin natürlich auch mit CCN groß geworden, wo es noch gar kein JPG gab. Also egal, ob das jetzt wirklich das originale CCN damals war, Sonny Black und Frank White, oder dann CCN 2 mit Saad, habe ich beide ohne Ende gehört damals, wirklich Monate und Jahre lang. Allerdings tue ich mir schwer, die beiden Serien miteinander zu vergleichen, weil JPG sind wirklich für mich drei Teile, dreimal dasselbe Team und eine absolute Highlight-Trilogie im deutschen Rap, meiner Meinung nach. Und CCN hat einfach nicht diesen roten Faden, weil CCN war, wie gesagt, am Anfang Bushido und Flair, dann war es Bushido und Saad, dann gab es ein zweites CCN 2 wieder mit Flair, dann gab es ein drittes CCN, was mich ziemlich abgefuckt hat damals, dass das Bushido alleine gemacht hat. Das war in meinen Augen einfach so ein No-Go, wo ich mir gedacht habe, das kann er nicht bringen. Also CCN ist wirklich er und Flair, maximal noch er und Saad, aber alleine. Das hat mich echt gestört damals. Und ja, es haben auf jeden Fall beide ihre Daseinsberechtigung in meinen Augen. Und ich habe auch beide Trilogien als CD, beziehungsweise auch die Boxen dazu, die es gab. L.U. oder Luke Sachs fragt, wie heißt du? Ich heiße Jonas. Mirius 14 fragt, siehst du Adlerson Review als Konkurrenz? Weil er macht ja die gleichen Videos wie du. Ja, also großteils macht er die gleichen Videos, wobei man sagen muss, dass er natürlich auch sehr viele andere Sachen unboxt. Also er ist mit seinem Review-Channel ja nicht nur auf Deutschrap, genauso wie ich mit meinem Channel auch nicht nur auf Deutschrap bin, aber Konkurrenz, ich meine, natürlich merkt man es, dass er den größten Channel hat, er ist auch schon am längsten dabei, er war so der Erste, der das wirklich so hochgezogen hat und deswegen hat auch einfach die meisten Abonnenten, die meisten Klicks, keine Frage, weil er auch schon Jahre Vorsprung hat gegenüber allen anderen. Aber ich würde es nicht wirklich so ihn als Konkurrenz sehen, weil natürlich mache ich weniger Klicks auf ein Video, wenn er parallel dasselbe Unboxing oder dieselbe Box hochlädt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir eventuell auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen oder er irgendwie seinen eigenen Style oder Humor hat. Also von daher finde ich es vollkommen legitim, dass er da ist, wo er ist und kein Hate oder keine Feindschaft oder irgendwas dergleichen. Alles cool, also von meiner Seite. Und dann haben wir noch die Frage von Roy6688. Bist du Deutscher? Ja, ich bin deutscher Staatsbürger. Ich bin in Wien geboren, in Österreich, aber bin trotzdem deutscher Staatsbürger. Und das kommt daher, dass ich zwar, trotzdem ich in Wien geboren wurde, eine deutsche Mutter und einen österreichischen Vater habe und damals die Staatsbürgerschaft meiner Mutter bekommen habe und dementsprechend Deutscher in Österreich. Gut, das war's soweit mit Instagram. Ich würde sagen, wir wechseln mal zu Facebook und schauen mal, was ihr da so für Fragen hattet. So, dann schauen wir mal eure Fragen auf Facebook an. Und zwar starten wir gleich mit der ersten Frage. Ich muss nur kurz den Post raussuchen. So, da haben wir ihn schon. Auf Facebook waren es eh nicht so viele Fragen. Und zwar die erste Frage ist von Rumpel Birk. Wenn du eine Sache rückgängig machen könntest, was wäre es? Bist der Beste, bleib wie du bist. Also erstmals vielen Dank. Werde ich gerne machen. Und wenn ich eine Sache rückgängig machen könnte, was wäre es? Also da gibt es natürlich einige Sachen, die ich im Laufe meines Lebens schon getan habe, die im Nachhinein wahrscheinlich nicht so schlau gewesen sind. Aber wie sagt man so schön, im Nachhinein ist man immer schlauer. Rückgängig machen, das ist immer so eine Sache, weil ich glaube, dass man die Erfahrung machen musste. Also ich bin generell der Meinung, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, hätte ich nicht die entsprechenden Entscheidungen oder die Fehler aus der Vergangenheit gemacht. Und ich glaube, egal was passiert, ob es jetzt gut oder schlecht ist, das hat alles immer irgendwie einen tieferen Grund oder irgendwie eine höhere Bestimmung, Absicht, nenn es wie du willst. Also von daher glaube ich, dass das alles schon so seine Richtigkeit hatte.
Gut. Dann fragt Armin Osei, was sind deine liebsten Deutschrap-Alben aller Zeiten? Die Frage wurde häufiger gestellt und ich glaube, es hat auch jemand gefragt, was so die fünf, und ich glaube, fünf ist so eine gute Anzahl, um das Ganze ein bisschen einzugrenzen. Also meine fünf Highlights oder fünf meiner absoluten Lieblingsalben im Bereich Deutschrap habe ich hier einmal vorbereitet. Und zwar das eine habe ich eh schon gezeigt. Nicht nur, weil es das erste Album, was ich gekauft hatte, war, sondern weil es einfach einen ziemlichen Eindruck damals bei mir hinterlassen hatte. Das war dieses hier, Blackout von Jacuzza und Busy Montana. Auf jeden Fall eins meiner Lieblingsalben. Wie gesagt, ich werde euch jetzt fünf zeigen, aber die haben jetzt keine Chronologie oder Reihenfolge. Also das erste ist mir genauso wichtig wie auch das fünfte. Das zweite in dem Fall Godzilla City of God. Das dritte von Sheeraa Blausicht. Nummer 4 von BOZ Made in Germany. Und dann haben wir noch Nummer 5 Ungerechte Welt von PTK. Also diese 5 derzeit oder damals wie heute meine Lieblingsalben. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Armin Osei fragt: Dönertasche oder Dönerteller oder Döner Dürüm? Ja, das kommt immer drauf an. Also jetzt zum Beispiel, wenn man feiern war und irgendwie am Heimweg ist, dann bin ich generell Fan von Dürüm. Bietet sich immer gut an am Nachhauseweg. Aber generell ist alles gut. Also Dönerteller, Dönertasche, je nachdem, wie einem der Sinn steht, aber alles drei auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Armin Osei fragt noch: In Rapboxen lieber einen hochwertigen Gegenstand oder lieber vier mittelmäßige nette? Ja, auch das wieder eine schwere Frage. Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Also es gibt natürlich Boxen, die wirklich von einem Gegenstand leben. Die haben dann irgendwie ein hochwertiges Trikot oder irgendeine Tasche oder irgendwas drinnen, wo man wirklich sagt, pff, nicht schlecht. Aber das ist immer individuell. Also es kann auch sein, dass in einer Box drei, vier so mittelmäßige drin sind, über die ich mich aber einfach total freue, weil sie irgendwie geil gestaltet sind oder von ihrem Sinn oder von ihrem Zweck einfach gerade zu mir passen. Also das kann ich echt so pauschal nicht beantworten. Und Armin Osei fragt auch noch: Wenn du jetzt einen Wunsch hättest, was würdest du dir wünschen? Ja, natürlich kann man da im großen Maßstab denken, was weiß ich was, unendlich Geld, Weltfrieden etc. Aber aktuell würde ich mir echt einfach nur wünschen, dass ich wieder gesund werde, weil mich echt nicht so sehr aufregt, wie krank zu sein, weil es einfach mühsam ist, weil die ganze Zeit, weil viel Zeit verloren geht, weil meine Zeit deutlich produktiver wäre, wenn man gesund wäre und mir das ziemlich auf die Nerven geht. Also ich wäre jetzt gerne wieder kerngesund. Gut, das war's soweit mit Facebook. Dann wechseln wir noch zu YouTube. Dort sind ja echt mit Abstand die meisten Fragen gekommen, klarerweise. Dort ja auch die größte Reichweite. So, dann muss ich nur kurz den entsprechenden Post bzw. das Video raussuchen. Und dann werden wir gleich hier weitermachen. So, da haben wir das Video. Das halten wir gleich mal an. Und dann kommen wir auch schon zu den Kommentaren. Also, die erste Frage von Uro Gold: Meinung zu Adlerson? Ja, habe ich in einer vorhergehenden Frage schon beantwortet. Ich hoffe, das war ausreichend. Dann Uro Gold fragt: Wie alt bist du? Ich bin seit 2 Monaten 26 Jahre alt. Gekickt fragt: Kannst du uns mal deine Sammlung an Deluxe-Boxen zeigen? Ja, kann ich gerne machen. Ich tue mir nur aktuell schwer, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Die Wohnung, in der ich aufnehme und in der ich auch meine Unboxings und alles drehe, in der ich wohne, hat natürlich mehrere Zimmer. Und nachdem ich mittlerweile schon so viele Boxen habe, sind die aufgeteilt auf das Wohnzimmer, in dem wir uns gerade befinden, auf mein Schlafzimmer, auf mein Vorzimmer, also wirklich auf drei Räume, auf verschiedene Regale, Kästen etc. Und ich habe ja mal vor einiger Zeit mal so einen Kanaltrailer gemacht. Da kriegt man so einen groben Einblick. Und das war recht am Anfang. Also da habe ich vielleicht die Hälfte oder ein Drittel meiner aktuellen Boxen gehabt. Und das war schon echt mühsam. Also ich habe die komplett auf dem Wohnzimmerboden versucht aufzuteilen.
Und es ist mir echt nicht mal damals gelungen, alle Boxen irgendwie sinnvoll einzufangen per Video. Und dementsprechend müsste ich dafür echt irgendwie, ja, eine zweite Wohnung anmieten oder irgendwie einen Turnsaal oder keine Ahnung. Also ich überlege mir was, ich hab's vor, in Zukunft mal wirklich so Fotos und Videos machen, wo ich alle Boxen irgendwie aufschlichte, aber aktuell habe ich leider die Zeit nicht und auch die Räumlichkeiten nicht. Sorry. John F. Kennedy, ein wahrer Ehrenmann, liked das Video noch bevor er es angesehen hat. Ja, jetzt nicht wirklich eine Frage, aber vielen Dank für den Kommentar. Ehrenmann, kann ich nur zurückgeben. IOODT2, ich hoffe, dass ich das richtig vorgelesen habe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, fragt, wie alt bist du? Auch an dieser Stelle nochmal, 26. Und wie kannst du das dir leisten? Ja, das geht insofern, dass ich eben seit meinem 18., ja, 18., 19. Lebensjahr, nachdem ich meine Schule abgeschlossen habe, arbeiten war. Und man muss dann halt natürlich in anderen Bereichen ein bisschen kürzer treten, aber ich kann euch versichern, dass das gut machbar ist und dass ich jetzt nicht irgendwie wegen Deutschrap-Boxen oder wegen diesem Kanal jetzt am Hungertuch nage. Alles gut bei mir. Streetgurke. Woher kriegst du diese heftig seltenen Boxen, wie zum Beispiel JBG1, ZHT-Trilogie etc.? Und wie viel hast du dafür bezahlt? Die beiden Boxen habe ich beide nicht bei Release gekauft, sondern erst im Nachhinein. Relativ kurz erst. Also ich glaube, die JBG-Box habe ich damals vor 2, 3 Monaten erworben. Und die ZHT-Trilogie-Box vor circa 3, 4 Wochen, also wirklich erst kurz in meinem Besitz. Und ich habe für jede der beiden Boxen circa 300 € bezahlt. So, kommen wir gleich zur nächsten Frage. Banhammer1309 fragt, meine Fragen an dich wären, wie bekommst du deine Boxen? Musst du dafür arbeiten gehen oder werden dir die gestellt? Was wird aus den Boxen, wenn du sie unboxed hast, Weiterverkauf oder Sammler, dein persönlicher Lieblingsrapper, Rapbox, Lied oder Line? Okay, also wir fangen mal bei der ersten an. Meine Fragen an dich wären, wie bekommst du deine ganzen Boxen? Also großteils natürlich über das Internet. Ich habe auch diverse Boxen im Laden gekauft, sprich Müller, Saturn, Mediamarkt etc. Aber die meisten Boxen wirklich über Amazon oder andere Quellen, übers Internet. Musst du dafür arbeiten gehen oder werden dir die gestellt? Ja, ich gehe dafür arbeiten. Beziehungsweise bezahle die von meinem eigenen Geld. Ich habe bis dato keine einzige Box gestellt bekommen, weder von Fans noch von Rappern noch sonst irgendwelchen Labels oder so. Also ich habe wirklich jede Box, jedes Release, jede Vinyl, alles, was ich euch jemals vorgestellt habe, jedes Gewinnspiel, alles aus eigener Tasche bezahlt. Und falls ich jemals eine Box gestellt bekommen würde, dann würde ich das euch natürlich auch in dem Video dazu sagen. Was wird aus den Boxen, wenn du sie unboxed hast? Ja, wie gesagt, ich behalte diese Boxen, ich sammle die selber und bis auf die Tatsache, dass ich hin und wieder Gewinnspiele mache, gebe ich die auch nicht wieder her. Dein persönlicher Lieblingsrapper? Ja, da gibt es wie gesagt mehrere, aber wenn ich jetzt wirklich auf einen beschränken müsste, dann wäre das in dem Fall dann Kollega. Rapbox. Kann ich so nicht beantworten. Also es gibt viele Boxen, die mich echt begeistert haben. Es gibt viele, die einfach so einen sehr emotionalen oder einen sehr hohen Sammlerwert haben, wie zum Beispiel eben die Zuhälter-Tape-Trilogie von Kollegah oder JBG1-Box, je nachdem. Aber so eine absolute Lieblingsbox habe ich jetzt in dem Fall nicht. Und Lieblingslied oder Line tue ich mir auch schwer. Also da müssen wir dann auch unterscheiden, geht es um Punchlines, geht es um Deep Lines, um irgendwie Lines, die mich irgendwie schon lange begleitet haben oder die mir in irgendwelchen Phasen meines Lebens geholfen haben, das kann ich so wahrscheinlich beantworten. Was würdest du von, also Marcel5486 fragt, was würdest du von einem Collabo-Album zwischen Kollegah und Favorite halten? Ne? Ja, also ich muss sagen, Favorite feiere ich schon, wobei ich sagen muss, früher mehr als heute. Früher war er echt einer meiner Lieblingsrapper. Das war noch so zu Harlekin oder Chronik 1, Chronik 2 Zeiten. Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so Favorite-Fan wie damals. Und ich glaube auch, mittlerweile würde ein Collabo-Album nicht mehr so passen. Also, Kollegah auch ja nicht nur bei Selfmade, aber ich glaube, die zwei haben sich auch einfach ein bisschen, ja,
distanziert mittlerweile und vom Style her will ich da keine Gemeinsamkeiten sehen. Gamerboxing TV fragt, wie findest du KMN Gang? Ja, die Jungs haben auf jeden Fall eine steile Karriere hingelegt. Egal ob das jetzt AZ, Miami oder Suna ist, haben alle ihre Daseinsberechtigung im deutschen Rap. Manchen ist es vielleicht zu viel Autotune. Ich finde schon, dass sie die Szene irgendwie bereichern, auch wenn sie sehr melodisch, gesangstechnisch, autotune-technisch unterwegs sind, aber es hat in meinen Augen auf jeden Fall gute Elemente dabei. Und auch wenn es jetzt irgendwie Beef mit Banger oder 18 Karat oder egal mit wem gibt, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es die gibt und ich kaufe auch deren Releases. Robin fragt, wie würde die perfekte Box für dich aussehen? Boah. Ja, das Gesamtpaket muss stimmen. Also mir muss das Design gefallen, die Haptik, also es muss wirklich was verkörpern, es muss gut gestaltet sein, es muss irgendwie was Innovatives drin sein, was es vielleicht so nicht gab, es muss genug Mucke drin geben, es muss qualitativ einfach auf einem hohen Standard sein und dann bezahle ich auch gerne 30, 40, 50, 60 Euro für eine Box. Aber ja, schwer zu sagen, was da alles reingehören würde. Yusuf 1905 fragt, was ist dein Lieblingsrapper? Auch an dieser Stelle wieder, wenn ich es auf einen beschränken müsste, dann Kollega. LP Mann 001 fragt, welche Box ist deine Lieblingsbox vom Inhalt her und welche hat dich eher enttäuscht? Sammelst du auch CDs oder nur Boxen? Ja, die Frage so oder so ähnlich auch schon des Öfteren gehabt. Es gab einige Boxen, die mich enttäuscht haben, wobei ich sagen muss, dass es auch oftmals solche Kartonboxen waren, die mehr Bundles waren als Boxen. Also die wurden dann halt als Boxen verkauft, aber im Endeffekt waren das dann Bundles, also einfach so Kartonboxen, wo einfach nur vorne irgendwie das Cover aufgeklebt war, hat mich jetzt nicht ganz so begeistert, weil es einfach ja hässlich aussieht in meinen Augen. Und zum zweiten Teil, die Frage, wo haben wir sie? Sammelst du auch CDs oder nur Boxen? Ich sammle definitiv auch CDs. Also ich kaufe natürlich auch CDs, die es nicht als Boxen gibt. Toktoberg TV, kannst du die Fast Life Box von AZ vorbestellen? Ja, habe ich auch schon gemacht, ist geschehen und wird natürlich dann am, ich glaube, 30. März hier vorgestellt. Jonathan Producer 1447, was ist dein absolutes Lieblingsalbum international und national? National tue ich mir echt schwer, also wie gesagt, meine Top 5 habe ich euch schon gezeigt, aber das will ich auf 1 beschränken, könnte ich nicht. International gibt es 2, und zwar wäre das einmal dieses hier, Eminem Show. Beziehungsweise, auch wenn es jetzt nicht wirklich ein Album ist, sondern so eine Compilation, so ein Best-of, dieses hier, weil da echt in meinen Augen so die krassesten Tracks, die es jemals gab, von Eminem drauf sind. Und das in meinen Augen so das stimmigste Gesamtpaket ist. Also von den Tracks her absolut Curtain Call. Andreas Müller, SpongeBoss oder Kollega? Legacy oder Apokalyptik Infinity. Zwei absolute Ausnahmetalente in meinen Augen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall Kollega, weil er einfach so das hochwertigere Gesamtpaket in meinen Augen verkörpert und von allem, was er mitbringt, einfach der facettenreichere Künstler ist. Und das Spannende ist, ich habe mir jetzt erst vor ein paar Tagen die Biografie von San Diego geholt und habe mir die durchgelesen, habe die in ein, zwei Tagen wirklich verschlungen und hat ihn auf jeden Fall noch sehr viel sympathischer gemacht in meinen Augen, den guten Mann. Aber generell bin ich, wenn es jetzt wirklich um die Entweder-Oder-Frage geht, klar auf Kollegas Seite. Und auch was den Song betrifft, also Legacy und Apokalyptic Infinity, zwei absolute Wahnsinnstracks, aber ich tendiere dann doch zu Legacy, weil es für mich einfach das
das Krassere war vom Gesamtpaket. Also du hast diese ganze historische Abhandlung, wo er seine einzelnen, wo er seinen Werdegang rekapituliert und dann am Ende, wo man echt denkt, okay, das war's jetzt, aber das Video rennt ja noch irgendwie ein paar Minuten, was kommt jetzt? Und dann eben Judy zu ihm sagt, du hast ja noch ein Kapitel vergessen, geh noch mal rein, geh noch mal rein. Und wo er dann einfach nur so dreckig lacht und dann sagt, gehe ich letztens in YouTube, sehe ich meinen Sohn, 40 Kilo, 40 Kilo, hampelt rum. Also allein diese Stelle ist absolut legendär. Und dann, wo er wirklich den Beat damals noch vom Boss Aura wieder ausgräbt und auf diesem Beat dann wirklich Abschlachtung betreibt, das hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen bei mir. Gut, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Lukas Hoffmann, welche Rapper hörst du? Alles Mögliche. Also von denen, die ich euch vorstelle, echt die meisten. Natürlich gibt es hin und wieder Rapper, mit denen ich mich nicht ganz so identifizieren kann oder mit denen ich nicht ganz so viel anfangen kann. Aber generell habe ich so den Anspruch, dass ich wirklich jedes Release, das ich hier vorstelle, grob die Infos zusammen habe und dass ich auch informiert bin zu dem Album. Also, dass ich nicht dann irgendwie planlos bin, was die Features oder das Label oder den Werdegang des Künstlers betrifft, sondern ich generell mich einfach mit der Materie auseinandersetze, auch wenn ich vielleicht mit dem Rapper nicht ganz so was anfangen kann. Dann nochmals Lukas Hoffmann. Welche Box hat dir am besten gefallen? Welche Box gefiel dir gar nicht? Ja, auch dies schon mehrfach beantwortet. Hip-Hop-Hörer fragt, deine Lieblings-Deutschrap-Album, also Entschuldigung, dein Lieblings-Deutschrap-Album und Rapper und zeig deine Boxen mal. Und mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Deutschrap zu hören? PS, bester Unboxing-YouTuber nach Max. Okay, also Lieblings-Deutschrap-Album, wie gesagt, kann ich nicht so auf eins beschränken. Lieblingsrapper, auch an dieser Stelle wieder Kollege. Zeigt deine Boxen mal. Ja, wird definitiv noch kommen, dass ich euch mal meine Boxen zeige. Und mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Deutschrap zu hören? Es ging schon relativ früh los. Also in der Volksschule, wie gesagt, fettes Brot, massive Töne. Aber so wirklich, dass ich dann auch aktiv gekauft habe und mich wirklich so in die ganze Materie eingearbeitet habe. Das ging dann los so zu Agro Berlin Anfängen und dann Erst guter Junge Anfängen. Also 2002 bis 2006 war dann wirklich so die Einarbeitung richtig in die Materie. Christoph M. fragt, warum zeigst du dein Gesicht erst jetzt? Wie groß ist deine Sammlung an Boxen und wann knackst du die 100.000 Abos? Also erste Frage, warum zeigst du dein Gesicht erst jetzt? Es hat damit zu tun, dass es erstens mal nicht notwendig war. Bedeutet, beim Unboxing habe ich mir immer gedacht, das Produkt, die Box soll im Vordergrund stehen und was habt ihr davon, wenn ich jetzt meine Fresse mit in das Video zeige? Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch bei einer Firma fest angestellt, also das fand ich einfach unpassend zum damaligen Zeitpunkt und deswegen jetzt. Und zweite Frage, wie groß ist deine Sammlung an Boxen? Ja, wie gesagt, 360 Boxen sind es jetzt mittlerweile circa. Dritte Frage, wann knackst du die 100.000 Abos? Ja, das ist auch schwer zu beantworten, weil da einfach so viele Faktoren mit reinspielen, die ich gar nicht beeinflussen kann. Also es kann sein, dass mich auf einmal irgendwelche Riesen-YouTuber pushen oder dass auf einmal irgendein Video durch die Decke geht, keine Ahnung. Also ich gehe mal davon aus, dass es sicher noch ein paar Jährchen dauern wird, die 100.000 zu knacken. Kommt auch natürlich darauf an, wie bereit ich bin, irgendwie groß Kooperationen zu machen oder mit anderen Rappern oder mit irgendwelchen anderen Unboxern vielleicht was zu starten. Aber ich werde jetzt auf meinem Kanal definitiv keine Pranks oder irgendwelche Videos machen, nur meine Reichweite zu erhöhen. Also der Fokus hier auf diesem Channel soll klar bei Unboxings bleiben und hauptsächlich auch wirklich das Thema Deutschrap bzw. Army Rap behandeln und hin und wieder dann auch mal Serien oder Filme, aber der Großteil dann wirklich musiklastig im Bereich Rap. So, Yusuf 1905 fragt, wie alt bist du? 26. Paul Philipp fragt, gleich fünf Fragen, okay. Erste Frage, bist du verheiratet oder hast du allgemein eine Freundin? Ich bin nicht verheiratet, war auch noch nicht verheiratet und ich bin aktuell Single, sprich ich habe keine Freundin. Zweite Frage, hast du Kinder? Nein, jedenfalls nicht, dass ich von ihnen wüsste. Dritte Frage, hast du Haustiere?
Auch darauf ein Nein. Ich hatte lange Zeit einen Hund, also von meinem 6. Lebensjahr bis zu meinem 21. Lebensjahr hatte ich einen Hund, also 15 Jahre lang. Aber den mussten wir dann leider altersbedingt einfach einschläfern. Und aktuell habe ich keinen Hund oder generell kein Haustier. Vierte Frage: In welcher Stadt wohnst du? Ich wohne in der österreichischen Hauptstadt Wien. Fünfte Frage: Was würdest du von Boss Aura 2 halten? Wäre cool, wenn du die Fragen beantworten würdest. Ja, mache ich gerne. Was würdest du von Boss Aura 2 halten? Das würde mich natürlich freuen. Ist auch die Frage, wie jetzt Boss Aura 2 zu verstehen ist. Also, ob du jetzt meinst mit Kollega Solo oder mit Kollega und San Diego. Ich würde so und so feiern. Also, ich würde Kollega Boss Aura 2 feiern und ich würde Kollega mit San Diego Boss Aura 2 feiern. Also, auf jeden Fall ein klares Ja von meiner Seite. Dann HT-Soldat 666. Langweilt es dich nicht, bei jeder Box immer dasselbe vorzufinden und im Endeffekt ist doch sowieso nichts, was man öfters benutzt in den Boxen, außer die CDs und manche Shirts. Ja, also natürlich gibt es gewisse Inhalte, die einfach immer dabei sind, wie zum Beispiel T-Shirts oder seien es jetzt Instrumentals, Autogrammkarte, Sticker etc. Aber nein, es langweilt mich nicht. Ich bin heute genauso wie bei meiner ersten Box immer noch voll dabei und es macht mir Spaß. Und es gibt einfach oftmals auch Überraschungen oder irgendwelche innovativen Produkte in den Boxen drinnen. Deswegen ist da keine Langeweile und ich mache das wirklich nach wie vor sehr gerne. Entschuldigung. So, Gamerboxing TV schreibt: Lieblingsgang. Habe ich mittlerweile nicht mehr. Also hättest du mich das vor ein paar Jahren gefragt oder vor vielen Jahren, wäre das damals dann entweder Agro Berlin oder Erst Guter Junge gewesen. Aber mittlerweile habe ich gar keine Lieblingsgang mehr. Also es gibt einfach sehr viele, die ich feiere. Sei es jetzt Banger Musik, KMN Gang, Selfmade Records, wobei jetzt Kollege weg ist, also Alpha Music und wie sie alle heißen. Aber es gibt jetzt nicht die eine Crew, wo ich wirklich sagen würde, jawohl, das sind sie. Herakris YT fragt: Was fährst du für ein Auto? Ich fahre aktuell gar kein Auto, also ich bin ohne Auto unterwegs. Das ist in Wien auch gut machbar. Wir haben sehr gute öffentliche Verkehrsmittel. Habe natürlich meinen Führerschein damals gemacht, aber derzeit autolos. Matthias D., was sagst du zu Mördern? Machst du auch mal ein Unboxing? Also, ja, Mördern auf jeden Fall, krasser Rapper. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ob der irgendwie noch aktiv ist. Keine Ahnung, schon lange nichts mehr gehört von dem Typen. Machst du mal ein Unboxing? Mache ich nahezu täglich. Falls das jetzt auf Mördern bezogen ist, dann ja, also sobald Mördern eine Box oder mal eine Vinyl rausbringen sollte, dann werde ich auch diese gerne hier unboxen. Ne? Baro YouTube, seit wann interessierst du dich für Deutschrap? Ja, auch das schon mehrmals gefragt. Wie gesagt, in der Volksschule ging es los so mit den ersten Tracks und dann wirklich so aktiv als Konsument oder Käufer dann so seit mittlerweile 13, 14 Jahren, so 2004, 2005 ging das dann los. Baro YouTube, wie bist du drauf gekommen, YouTube zu machen? Die Idee hatte ich schon lange, lange, bevor ich diesen Kanal gestartet habe, aber wusste dann im Endeffekt nie, mit was konkret ich irgendwie starten soll. Und dann gab es eben diverse Unboxer, die ich mir so angesehen habe. Und auf der einen Seite dachte ich mir, warum solltest du das jetzt auch noch starten? Die gibt es doch schon. Aber mir hat dann irgendwie was gefehlt, weil es gab zwar diverse Leute und die haben das auch recht gut gemacht, aber es war jetzt keiner dabei, wo ich gesagt habe, jawohl, der deckt wirklich so das Gesamtpaket ab. Also der hat auch wirklich Ahnung von dem, was er macht und der hat irgendwie das entsprechende Hintergrundwissen. Und das fand ich eben schade, dass es welche gab, die dann Boxen geöffnet haben, aber teilweise zu dem Künstler oder zu dem Release gar keine Info hatten. Und da habe ich mir halt einfach gedacht, dass ich das von meiner Seite aus dieser Lücke entsprechend füllen möchte. Holy Hindi, eine Frage für Q&A. Seit wann sammelst du schon Boxen etc.? Und seit wann hörst du schon Rap? Ja, also im zweiten Teil der Frage, seit wann höre ich Rap, schon ausführlich beantwortet. Seit wann sammle ich Boxen? Also ich glaube, die allererste Box, die ich mir wirklich gekauft habe, war damals Boss Aura von Kollega.
glaube, das war wirklich die allererste Box. Aber wirklich, dass ich jetzt aktiv jede einzelne bestelle, das hat im Mai bzw. Juni 2017 angefangen. Also das war dann auch damals zu dem Zeitpunkt, als ich ASSN von AK außer Kontrolle hochgeladen habe, die Box. Da habe ich dann wirklich begonnen, jedes Release vorzubestellen und entsprechend auch dann den Kanal zu starten. Luitbert von Rödinghausen fragt: Was für einen Job hast du oder bist du noch in der Schule? In Klammer BS. Okay, ich gehe mal davon aus, mit BS ist vielleicht Beruf, Schule gemeint. Wird auf jeden Fall Sinn machen im Zusammenhang. Ja, ich bin weder in der Schule noch in der Berufsschule, auch wenn ich beides gemacht habe. Also ich habe sowohl Gymnasium als auch Berufsschule abgeschlossen. Was für einen Job hast du? Aktuell bin ich selbstständig. Ich habe schon diverse Jobs, diverse Berufe ausgeübt. Unter anderem war ich bei der Bank und auch bei der Firma Bosch. Welche Box ist deine Lieblingsbox? Ja, auch diese Frage schon mehrmals gewesen, kann ich so pauschal nicht sagen. Also da gibt es einfach zu viele, die mir gefallen haben. Zwei Siebtel fragt außerdem noch: Wie viele Deluxe-Boxen besitzt du? Ja, wie gesagt, um die 360. Ali66 fragt: Was sind deine Lieblingsrapper? Auch hier wieder die Frage: Ist jetzt deutscher Rap gemeint oder Ami-Rap? Also wenn es jetzt wirklich auf deutschen Rap bezogen wäre und ich müsste das Ganze irgendwie auf 5 herunterbrechen, dann wären das Kollega, Busy Montana, BOZ, Sherar und JAW, diese 5 Rapper. Und international, ja, also auf jeden Fall absoluter Lieblingsrapper international, also US-Rap, Eminem. Und dann noch Jay-Z, Mobb Deep, ja, Nas. Und wenn ich noch einen fünften nennen müsste, ja, The Game wahrscheinlich. Das wären so meine 5 international. Ali66 fragt: Aus welchem Land kommst du? Österreich. Marcel5486, Meinung zu Favorite? Ja, wie gesagt, auch diese Frage schon mal mehr oder weniger beantwortet. Damals echt so zu Harlequin oder Anarcho-Zeiten habe ich Favorite echt tot gefeiert. Mittlerweile nicht mehr ganz so mein Fall, also Neues von Gott bzw. AfD hat mir nicht so gut gefallen. Andrei Nursinski fragt: Wer sind für dich Top 5 Künstler? Ja, eben schon beantwortet die Frage. Rugger Joe: Was hältst du von Dame, Kollega, Alligator und Eminem? Also alle 4 echt gut. Fangen wir bei Eminem an. Für mich der krasseste Rapper weltweit. Und einer, oder wenn nicht der herausragendste überhaupt im Bereich Rap. Alligator, auch Riesentalent, nicht nur was den Rap betrifft, sondern auch musikalisch, weil er echt die meisten seiner Beats und Produktionen selber gemacht hat und unfassbar musikalisch ist und ein extremes Talent hat für Ohrwürmer und für so Tracks, die du einfach nicht mehr los wirst, für irgendwelche Hooks, die monatelang irgendwie in den Charts sich festsetzen. Kollege, ja, wie gesagt, verkörpert für mich einfach das perfekte Gesamtbild. Er ist nämlich nicht nur der Rapper, sondern er hat auch einfach diese Entertainment-Qualitäten. Alle, die den schon mal live gesehen haben, die wissen das. Er hat ein unfassbares Allgemeinwissen, was mich sehr beeindruckt. Nebenbei noch Jura studiert. Er beherrscht sowohl Deepe Tracks als auch Punchline Tracks, Double Times wie kein anderer. Und ja, macht irgendwelche Telefonpranks, wo er andere Rapper-Stimmen perfekt imitiert. Also der Typ hat es auf jeden Fall drauf. Und Dame, ja, alleine schon, weil Dame aus Österreich kommt, aus Salzburg, freut es mich natürlich, dass es den guten Mann gibt, der ja vor allem für seine Gaming-Tracks bekannt, also so Sachen wie Payflow oder King of the Hill, dieser Halo-Track damals, ist auch bei mir rauf und runter gelaufen. Und Dame ein sehr starker Künstler, also gerade in Österreich
einer der wenigen, die wirklich es geschafft haben, sich zu etablieren und auch in Deutschland wirklich wahrgenommen werden. Und dann schreibt Rugged Joe noch, finde ich gut. Okay, ja, das ist nicht wirklich eine Frage, aber freut mich natürlich, dass du es gut findest. An dieser Stelle sind wir durch. Hat mich sehr gefreut, eure ganzen Fragen durchzugehen. Vielen Dank auch nochmal an jeden Einzelnen von euch, der eine Frage gestellt hat. Und ich glaube, das ist jetzt das längste Video, das ich hier auf diesem Kanal hochgeladen habe. Ich werde das leider wirklich, wirklich häufiger als gedacht schneiden müssen, weil einfach die Nase oder der Hals nicht ganz so mitgespielt haben. Und ja, abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir sowas gerne öfter machen könnten. Vielleicht so alle ein, zwei Monate mal, je nachdem, wie wieder der Bedarf von eurer Seite ist, wie viele Fragen da aufkommen zwischenzeitlich. Aber wir können das gerne so als fixe Serie dann etablieren. Und ja, das war's für heute, das war's mit dem heutigen Video. Passt auf euch auf, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.